So, gleich geht auch genau, geht auch gleich weiter. Ich würde gerne, wir haben zwar jetzt alles und können dem Garon Bericht erstatten. Wir haben die Information von Parzival, glaube ich. Ich soll die drei, okay, Palatin, genau, Parzival. Nee, Fayette hat zwei Kisten, Diego hat vier Kisten und Marcos hat vier Kisten. Wir können das jetzt direkt machen, aber ich möchte gerne die eine Schürfstelle noch aufsuchen. Also die Schürfstelle Nummer 3. Wir können uns hier einigermaßen frei bewegen. Warte mal, ich habe da noch hier. Hier dürfte nichts mehr sein. Trotzdem gibt es hier noch ein kleines Geheimnis. Hallo. Wen haben wir denn hier? Notiz. Goldene Schale, Pech. Notiz. Was haben wir denn hier für eine Notiz? Hing an einer Hütte im Sumpf. Fletcher. Der grüne Novize, Rezept für Luz, Hammer, Luz, Doppelhammer, Notiz, Nachricht. Gift der Blutfliegen, eine Nachricht. Mir reicht's. Ich habe mich hier lange genug versteckt. Und wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ist die Barriere nun endlich gefallen. Es wird wohl kaum noch jemand nach mir suchen. Ich habe die Schnauze voll von dieser Höhle und dem ganzen Tal. Wird Zeit, dass ich nach Hause komme. Gilbert. Aha. Gut, hat sich also der Gilbert hier versteckt. Die Frage ist, haben wir den auch gesehen? So, hier ganz vorsichtig runterspringen. Wenn wir nämlich alles runterfallen, kann es sein, dass wir auf die Schnauze fallen und sterben. Das wollen wir ja nicht. So, jetzt trinkt man noch mal so ein Ding. Schade, dass es da keine Shortcut für gibt. Könnte natürlich auch noch rüber dort ein paar Orks ausmerzen. Ist die Frage, ob ich das onscreen oder offscreen machen soll. Um es richtig zu machen, müsste ich es eigentlich onscreen machen. Aber ich denke mal, ich mache das dann auch onscreen. Ich meine, hier ist es ja nicht so, dass man da irgendwie unendlich farmen kann in dem Spiel oder so. Wir müssen jetzt hier lang, aber nicht hier hoch. Sondern hier lang. Hier nach links geht es nämlich weiter. Oh, Drachensnapper, mit denen möchte ich mich sehr ungern anlegen. Na komm mal her, Golem. Kann man natürlich nichts holen. Die Golems sind gar nicht so schwer, muss ich gestehen. Hier könnte es interessant werden. Das ist ja die Schürfstelle Nummer 3. Jetzt weiß ich auch, wie ich den Part nennen soll. Hahaha.
Armer Paladin. Ja, hier sieht es nicht gerade so geil aus. Hier sieht es schon stark. Ja, der Boden zu mir sagt, Junge, nein. Bitte geh nicht in diese Höhle. Naja, hier sind ja nur Minecrawler. Da ist nichts zu. Hör mal Licht an. Mensch, der ist schon tot. Lass ihn doch mal in Ruhe. Silvestro. Oh je, Silvestros Notiz. Was steht denn da, armer Kerl? Wichtiger Hinweis. Kryolus Hammer, Stadtkarte, Notiz, Nachricht. Silvestros Notiz. Von Silvestro, Paladin des Königs. Ein weiterer Tag Schiffreihe liegt vor uns. Heute wollen wir die Wand durchbrechen und uns tiefer in den Fels hineingraben. Ich habe ein ungutes Gefühl, deshalb werde ich das Erz in ein Versteck bringen lassen. Diego ist der einzige von uns, der sich hier auskennt. Ich muss ihm vertrauen. Er wird die Kisten in Sicherheit bringen, aber ich werde ihn nicht alleine losschicken. Das Erz muss unter allen Umständen geschützt werden. Deshalb lasse ich Diego die zwei von zwei Rittern begleiten. Lang lebe der König, Silvestro. Ja, blöd gelaufen, Silvestro, würde ich sagen, ne? Da seid ihr auf ein Minecrawler-Nest gestoßen. Ja, hättet ihr mal jemanden wie mich brauchen können. Hm? Panzerplatten, ja, die hätten wir jetzt alle so schön looten können. Und ich glaube, so hier diese Minecrawler-Panzerplatten sind gar nicht mal so verkehrt. Du kannst dir nämlich später daraus eine Minecrawler-Panzerplattenrüstung von Wolf anfertigen lassen. Im späteren Kapitel. Aber dafür musst du halt auch lernen, wie du den Viechern die Platten runterreißen kannst. Die ist gar nicht so schlecht, aber naja, wir brauchen sie jetzt nicht dringend. Nee. Okay. Rechts, rechts. Ja, schlecht gesicherte Kiste. Edles Langschwert, aha. Dunkelpilz, Butlerfleisch, Dunkelpilz. Aber das wäre so schön, wenn man hier alles irgendwie so mit Erzbrocken abgrasen könnte. Naja. Orkisches Kriegsschwert. Rapier ist eigentlich auch nett, aber... Boah, der Rapier ist richtig geil. Jo, ist natürlich ganz nice, ne? So ein edles Langschwert, gerade wenn es Einhandtalentbonus gibt. Der Rapier gibt 8 sogar, nicht schlecht. Gut, wir sind hier soweit fertig. Ich würde aber trotzdem gerne noch eine Sache probieren. Ich weiß nur nicht, ob ich es schaffe, mich mit den Drachensnappern anzulegen. Das müsste ich nämlich dafür tun.
Dann speichere ich nämlich hier mal ab. Wer weiß, was passiert. Ich will nämlich hier nochmal rein. Kommt mal her, ihr Lurker. Zwei Drachensnapper wären mir zu krass. Okay, der eine hat mich schon entdeckt, das ist gut. Dann komm mal her. Der macht nämlich richtig Damage, glaube ich. Yo! Nice, ich kann's schon. Ach, scheiße, das war mir klar. Naja, das liegt an dem Fenstermodus. Das Problem ist allerdings, ich kann das zwar auch ohne Fenstermodus aufnehmen, dann muss ich aber ein anderes Programm nehmen und das scheint Probleme zu haben mit der Helligkeitseinstellung. Das bedeutet, ich kann da keine Farbkorrektur machen. Und dann sieht das nämlich dunkel aus, wie in den, ersten Parts zu sehen ist. Und das wird dann ein bisschen meh. Na komm her. Jo, war ein knappes Ding. Haben wir aber hingekriegt, super duper. Jetzt will ich noch in den uralten Turm von Xardas. Ja, ich sage uralt, weil es gibt ja zwei Türme. Es gibt ja den hier. Das war der alte Turm von Xardas schon im ersten Gothic 2. Im ersten Gothic. Und im zweiten ist das ein Uraltturm. Und da hat der Xardas noch einen anderen alten Turm. Nö, Fisch. Aber hier kann man sonst nichts machen. Also hier gibt's kaum was. Links, 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 rechts, rechts, links, rechts, links, links, rechts, rechts, links, 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 nee, links, links, rechts, rechts, links. Links, links, rechts, rechts, links, links, rechts. Ah, ja. Ja, sonst gibt's hier nichts, okay. Aha. Naja. Gibt es noch ein paar Lurker zu klatschen? Aber sonst gibt es hier, soweit ich weiß, nichts, ne? Ja, ein paar Fische, aber
So, ich meinte so eher so höhlenmäßig, so. Ich bin mir da gar. Hier bin ich mir gar nicht so sicher, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich bin mir hier echt nicht so sicher. Gucken wir einfach mal, wir haben ja Zeit. Nee, hier scheint es nichts zu geben. Okay. Dann könnten wir eigentlich zurück zu Garond. Die Frage ist, ob ich da schon weg will. Ja, die Quest können wir schon aufgeben. Leichte Wunden heilen. Zur Burg. So, jetzt will ich erstmal hier ein bisschen aufräumen. Das bleibt auch. Das kommt weg. So, dann geben wir halt dem. Geben wir dem Garond Bericht. Und dann gucken wir uns in Ruhe nochmal um. Ist ja noch nicht alles entdeckt. Ich habe mit Fayette gesprochen. Was hat er mir mitzuteilen? Seine Leute haben zwei Kisten mit Erz gefördert. So, zwei Kisten? Ich brauche aber keine zwei Kisten. Ich brauche 200 Kisten. Er lässt dir ausrichten, dass er mehr Männer braucht. Was? Ich soll noch mehr Männer in den sicheren Tod schicken? Das kann er vergessen. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Wegen Silvestros Schürfstelle. Warst du bei ihm? Hast du ihn gesprochen? Dort sind alle tot. Sie wurden wohl von Minecrawlern überrascht. Was ist mit dem Erz? Weißt du, wie viel sie geschürft haben? Ein paar Kisten haben sie vorher in Sicherheit gebracht. Sie stehen in einer Höhle auf dem Weg von der Burg zur Schürfstelle. Verdammt! Das waren viele gute Männer. Möge Innos ihre Seelen annehmen. Ich habe Markos getroffen. Und? Was hat er zu berichten? Wie viel Erz stellt er uns zur Verfügung? Vier Kisten. Er hat die Schürfstelle verlassen, um das Erz in Sicherheit zu bringen. Jetzt bewacht er die Kisten in einem kleinen Tal hinter den Reihen der Orks. Allerdings verlangt er nach Unterstützung. Was? Nur vier Kisten? Und er hat seine Schürfstelle verlassen? Verdammt, das ist nicht gut. Und jetzt verlangt er auch noch mehr Männer? Na schön. Ich werde ihm zwei Leute schicken. Verdammt. Was ist da draußen eigentlich los? Ist Belia selbst gekommen, um uns zu vernichten? Meine Männer sind fast alle tot. Und mit dem bisschen Erz können wir nicht mal einen Ork aufhalten. Geschweige denn eine Armee. Diese Expedition ist zum Scheitern verurteilt. Was ist mit dem Schreiben für Lord Hagen? Wir haben insgesamt 10 Kisten Erz. Und mehr als doppelt so viele Verluste an guten Männern. Du wirst dein Schreiben bekommen. Lord Hagen muss davon erfahren. Dieses Tal ist verflucht.
Das Böse ist hier. Es gibt doch nur noch mehr. Was hast du jetzt vor? Ich habe alles versucht. Meine Hoffnung, wir werden weiterhin... Alles klar. Das bringt mir jetzt Lord Hagen. Aber ich möchte mich hier trotzdem im Miental noch umgucken. Wir haben wieder Lernpunkte, das ist super. Was ist? Was soll damit? Kannst du mir das auch? Nein, aber du kannst ja mal Uda fragen. Er ist ein guter... Nein, er ist der beste Armbrustschütze, den ich kenne. Okay, bei dem kann ich Einhand lernen. Vielleicht würde ich, mache ich das auch noch mal. Ich will trainieren. Ich kann dir, du bist so. Jetzt kann dir. Okay. Hey, zeig mir. Du hast eigentlich nichts Besonderes. Feuerpfeil verkaufe ich dem. Habe ich noch Lichtspruchrollen, die verkaufe ich dem. Mittlere Wunden heilen habe ich auch, kann ich dem auch verkaufen. Und das war's. Gürtel des Schutzes. Habe ich hier noch irgendwas, was ich dem verkaufen kann? Nö, aber ich kann dem den ganzen anderen Shit verkaufen, die kann ich verkaufen. Das behalte ich mal. Eine von denen reicht mir. Feuerbogen, Armbrust, die kann weg. Normale Bogen behalte ich mal, aus Jux und Dollerei. Eine schwarze Perle, oh, die ist sehr viel wert. Ein Brocken Erz befindet sich drin, nee, das reicht. Jo, 2500 Gold ist natürlich nice. Hey! Ich habe gehört, du seist der beste Armbrustschütze weit und breit. Wenn man das sagt, wird es wohl stimmen. Was willst du? Ich bin der Größte. Du bist in Ordnung. Also, wenn du was lernen willst, dann helfe ich dir. Du bist in Ordnung. Geil. So, Einhand ist ganz gut. Taschendiebstahl habe ich noch nicht gelernt. Ups, Entschuldigung. Geschick bin ich auch noch nicht so weit. Na, ich würde mal hier stoppen. Bis dahin, macht's gut.